100, teilweise 80. Eine neue Version ist rausgekommen in Bezug auf Strom machen mit einem Fahrrad. Das ist jetzt eine Version, was die Pebbles gefunden hat. Und ich finde die sowas von genial. Und vor allen Dingen ist die ganz einfach zu realisieren. Man braucht dazu halt nur ein paar Bretter, so wie ihr das hier seht. Dann braucht man hier solche, fürs BMX sind die, ja? Ach so, das Steigbügelhalter fürs BMX, wird mir hier gerade aus dem Hintergrund gesagt. Die werden auf die Seite aufgeschraubt. Ihr habt dann meistens noch ein bisschen Fleisch bei eurem Fahrrad. Und dann kann man das hier so ganz einfach in das Gestell so reinsetzen. Dann wird das einfach mit einem alten Fahrradschlauch fixiert. Hier hinten dieses Teil, das ist so ein bisschen beweglich. Und das hier ist jetzt ein kleiner Motor von einem Modellflugzeug. Da stand in der Anleitung, ich glaube 1 kW sollen die Leistungsaufnahme haben. Da habe ich mir gedacht, so verkehrt ist das als Generator gar nicht. Allerdings bringt er dann, wenn wir hier unsere Drehzahl mit unserem Rad hinten drauf bringen, nur so um die 5 bis 6 Volt Wechselspannung raus. Und da kann man dann einfach am Output einen stinknormalen Trafo rannehmen. Hier ist es einer, der von 220 auf 10 Volt konvertiert. In den meisten normalen stinknormalen Autobatterieladegeräten sind solche Trafos eingebaut, die von 230 auf 12 Volt runter konvertieren. Da kann er dann auf die 12 Volt Seite reingehen und geht einfach auf der 220 Volt Seite raus. Somit habt ihr dann praktisch einen Generator, der EMP-sicher ist. Hier ist kein Transistor, gar nichts drin. Und solchen Netzteilen hier, solchen Schaltnetzteilen, ist eigentlich Wurst, welche Herzzahl da drauf kommt. Hauptsache die Spannung passt halbwegs und die meisten gehen schon von 100 Volt an los. Und wir haben vorhin mal getestet, also in der schnellsten Drehzahl, wenn man hier tritt, kommt man ja maximal auf 190 Volt, wenn man das Verhältnis von 10 Volt auf 220 Volt nimmt. Wenn er da von 12 Volt auf 220 Volt nimmt, dann kommt er noch ein bisschen weiter runter. Es reicht aber trotzdem, um solche Schaltnetzteile zu betreiben, damit man sich dann hier in Akku vom Akkuschrauber laden kann. Zum Akkuladen und zum Laptopladen reicht es auf alle Fälle. Genau. Und im Endeffekt, was brauchst du bei einem langfristigen Blackout? Du brauchst mal ein bisschen Licht, du brauchst mal, dass du dein Kurbelradio oder so aufladen kannst. Stimmt. Heizung kannst du schlecht selber machen mit deiner Energie, die du hast. Okay, auf wie geht's? Kurbel auf. Mal gucken, wann es losgeht. Noch ist es leicht. Akku noch leicht. Akku lädt schon? Ja. Ach krass, ich hab gedacht, da merkst du hier irgendwas, dass es schwerer wird. Nee. Da merkst du jetzt gar nicht. Richtig. Also man muss wirklich gar nicht so schnell treten. Das reicht jetzt schon, dass der Akku geladen wird. Wir können mal hinter das Kreuz, mal gucken, was die Spannung uns sagt. Von den Trafen. Spannung jetzt bei um die 90 Volt. Thorsten gibt mal Gas, 150 Volt, 160 in der Spitze. Drücken wir mal richtig rein. 100, teilweise 80. Und wir klemmen den dritten Trafo noch mal an. Der jetzt bei knapp unter 100 Volt liegt. So, noch mal so langsam wie möglich, dass wir schauen können, wann der Akku aufhört zu laden. Das wäre mal noch interessant. Noch ausgehen lassen, das Da ist der, dann müssen wir den vielleicht mal. So warte mal, wenn wir das. Kriegen wir das hin, dass wir hier. Na, warte mal, dann muss ich dann hier heben am. Der lädt schon, ja? Ja, der lädt schon. Was? Verrückt? Nö, das ist Spaziergang. Warte mal, wir versuchen mal das anzuklemmen und zu gucken, was da jetzt rauskommt, wenn du so langsam trittst. Bei knapp über 30 Volt, 35 Volt. Und Akku wird geladen. Warte. Also ihr hört das, es ist wirklich mega langsam, was der Thorsten hier gerade reintritt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und der Akku lädt. Tritt mal langsamer. Wir schauen mal, wann er ausgeht. Er lädt immer noch. 130 Volt.
Er lebt immer noch? 25. Er lädt immer noch? Müsstest du jetzt die Gänge runterschalten? Dann machen wir schön Sonntagsspaziergang. Knapp über 20 Volt noch. Also ohne Ständer wärst du schon umgefallen. Und er lädt immer noch. Ja, bei 19 hat dann schon das Messgerät schon mal geblinkt. Aber die Lampen? Die Ladeanzeige vom Akku ist immer noch on. Ja. Bei 15 Volt, 14 Volt teilweise noch. Wahrscheinlich brauchst du eine gewisse Einschaltspannung und Stromsteige und dann jetzt ist es aus. Also es ging bei 15 Volt hat er noch.